kalte Finger hast du? Und du hast auch kalte. Ein Jahr Abwechslung und Abenteuer pur. Guten Morgen, Frau Döllinger. Darf ich Sie entführen? Ja. Es gibt viele schöne Dinge, die man im freiwilligen sozialen Jahr erlebt. Das ist dann Einzelbetreuung oder Gruppenbetreuung oder halt die Spaziergänge, meine Gymnastikgruppe. Die freuen sich einfach, wenn man kommt. Es ist etwas, an dem man wächst. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist irgendwie so ein Schritt im Leben, irgendwie eine Stufe weiter. Man lernt in diesem einem Jahr so viel Neues, was man in der Schule oder anderswo nicht lernen kann. Also man lernt richtig, sein eigenes Leben zu schätzen. Man lernt richtig, das Leben der anderen wahrzunehmen und sich um andere zu kümmern. Und vor allen Dingen, man lernt echt gut, auf eigenen Beinen zu stehen. Man sieht auch manche Dinge einfach mit anderen Augen dann. Dass die alle total unterschiedlich sind, dass sie alle so ihre Eigenart haben und ja. Man hat mehr Zeit zu überlegen, welchen Beruf man machen möchte. Man lernt halt auch diese Selbstständigkeit, Verantwortung für andere zu übernehmen. Das stärkt auf jeden Fall das Selbstbewusstsein, den Umgang mit Menschen, auch mit älteren Menschen. Man lernt die Menschen ganz anders zu schätzen, auch auf der Straße. Der Großteil der Tage ist einfach so, das ist so viel Lebensfreude im Kindergarten irgendwie drin, dass man da immer gut gelaunt nach Hause kommt. Und ich habe mir schon hunderte Male gedacht, wie super das war, dass ich das jetzt wirklich gemacht habe. Man verändert sich selber schon auch ziemlich. Also ich meine, ich kann jetzt viel besser mit Kindern umgehen als vorher. Ich bin selbstbewusster geworden durch das FSJ. Volodya Teitelbäum wachte auf und hörte, wie der Regen auf das Giebeldach trommelt. So, mir ist es halt auch einfach wichtig, auch trotz, dass ich ein anderes Handicap habe, zu erfahren, inwieweit ich trotzdem helfen kann. Es war halt für die Beschäftigten ganz interessant zu hören, okay, es kommt jemand, der selbst im Rollstuhl sitzt. Aber das hat im Endeffekt macht das keinen Unterschied. Das ist ganz normal integriert in den Arbeitsalltag und das funktioniert optimal. Hier Potsdam, Schloss Sanssouci, ist Weltkulturerbe. Und dann kann ich sehen, was ist Kulturerbe von drinnen. Also weil ich eigentlich schon wusste, dass ich gerne Restaurierung studieren möchte und dafür braucht man so ein Jahr Vorpraktikum und das ist in Form von so einem FSJ eigentlich eine super Lösung und ich habe da auch noch zusätzliche Seminare, lerne noch andere Sachen kennen, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Sie kommen als Kinder und sie gehen als Erwachsene, in Anführungszeichen. Also sie erlernen sehr viel, sie finden sich, sie sehen sich nicht mehr so als absoluten Mittelpunkt und es ist nicht mehr nur die Musik und die Kleidung wichtig, sondern es wird immer mehr auch der Mensch wichtig. Man sieht einen unheimlichen Unterschied, wenn man die Leute am Anfang des Jahres kennengelernt hat und sieht, wie sie am Ende des Jahres sich entwickelt haben. Viele Teilnehmer erfahren erstmals, was es heißt, mit anderen Menschen und für andere Menschen zu arbeiten. Sie erfahren die Kraft der Kooperation, des Zusammenarbeitens. Sie erkennen ein Berufsfeld, sie erkennen ihre eigenen Perspektiven besser, als sie vorher kannten. Und für viele ist auch das Helfen, das Unterstützen, das Pflegen eine völlig neue Erfahrung des Umgangs mit anderen Menschen. Das ist die ersten Tage schwer, aber wenn man das dann erstmal geschafft hat, dann ist das echt nur noch Freude pur, eine grandiose Arbeit. Schön die Füße hochnehmen, ne?